operieren aber es vorher, ne? Weil wenn wir kämpfen müssen, dann will ich da ein bisschen drauf vorbereitet sein. Da ist der Bunker. Ah ja, hier ist einiges wegzuräumen, glaube ich. Das wird bestimmt nicht lustig werden, wenn die kommen aus dem Bunker dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Gut, dann räumen wir uns jetzt mal hier so eine kleine Arena frei. Vielleicht mache ich jetzt auch einfach nur viel Aufriss. Kann auch sein, dass das alles halb so wild ist. Das Ding ist ja nur, wer sagt mir denn, dass die Geschütztürme dann nicht auf mich schießen? Weil ich sie gebaut habe? Die wurden doch vorher auch irgendwie von den Menschen gebaut und anscheinend schießen die auf mich. Warum schießen die auf mich? Wir haben keinen Platz mehr, verpisst euch. Okay, gut. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gelesen. Die kommen aus dem Bunker, oder wie war das? Wie war das bei der Quest? Wie heißt das? Bunkerverteidigung. Ich nehme mal die Arche raus. Die lauten Geräusche aus dem Lautsprecher locken die Monster aus dem alten Bunker in der Nähe. Baue Verteidigungsmaßnahmen, um dich auf den Ansturm der Horde vorzubereiten. Erledige alle Monster, bevor sie den Lautsprecher erreichen. Okay. Wo war der Lautsprecher? Der Lautsprecher ist das Ding hier, ne? Wo die CPU rauskam. Ist das der Lautsprecher? Ah ja, das ist der Lautsprecher. Oh shit. Ja, das war doof. Dann hätte ich lieber... Ja, das war ganz schlau. Ich hätte den Sound stehen lassen sollen. Na gut. So, Verteidigung. Was kostet mich das denn? 25... Mal. Warte, kann ich mich... Ich kann mich nicht bewegen. Warte. So. Und da, kann ich noch einen bauen? Oder ist das overpowered? Ist wahrscheinlich overpowered. Na, wenn wir... Warte mal, warte. Stopp. Wir haben nur noch 5 CPUs. Die Frage ist, wie viele Bunker gibt es weltweit? Warte mal, Filter. Quest, Lagerfeuer, Wunschbrunnen, Verbindungsturm, Verbindungsrelais, Schutzraum, Lautsprecher, an. Das sind 8. Steht doch da. Was mache ich denn da? Okay. Schutzraum, 9 Schutzräume gibt es sogar. Aber bis jetzt haben wir nur... Wir versuchen das mal mit einem. Vielleicht können wir die Quest dann auch öfter anfangen. Ich weiß es nicht. Finden wir es raus. Ich weiß ja nicht, wie viele da rauskommen werden. Wir werden es sehen, ne? Okay, also. Dann aktivieren wir mal. Aktiviere den Lautsprecher. Achso, drücken, gedrückt halten. Verteidige dich! Was sind denn das für Monster? Was seid ihr denn? Nicht mehr menschlicher Butler? Okay, warte. Die gehen echt nur auf den Lautsprecher. Die gehen gar nicht auf mich. Doch, die gehen auch auf mich. Könnt ihr bitte mal durch meine Minen laufen? Geschütz! Verteidige mich! Wie viele kommen denn da? Uiuiui. Schieß! Wie kommen denn da noch? Nichts, nicht, nee.
Aua. Ach, du ahnst es nicht, ey. Warte, ich muss mich heilen. Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh, damn it! Nein! Kann ich das... Aber es fängt wieder von vorne an, bitte, ja? Okay. Ach, danke. Alles klar, nochmal. Okay, das ist ziemlich heftig, was da rauskommt. Das ist ziemlich heftig. Alles klar. Aber jetzt weiß ich, da kommt so einiges bei rum. Aber die gehen ganz brav den Weg, das ist in Ordnung. Das heißt, dementsprechend kann ich mich vorbereiten, beziehungsweise kann hier präparieren. Oh, puh, das ist schon... Aber da reicht eins nicht aus. Ein Geschütz reicht da nicht aus. Wir müssten die vorne schon... Das ist ja wie Tower Defense... Das heißt, wir müssen jetzt hier vorne schon anfangen, Geschütze aufzustellen. Ich weiß zwar nicht, wo wir die CPU dann noch herbekommen können, aber dann müssen wir hier echt schon volles Fund. So. Keine Ahnung, das reicht, aber ich will jetzt auch nicht noch mehr riskieren. Nehmen wir das? Und dann hauen wir denen noch ein paar Handgranaten um die Ohren. Okay, gut, los geht's. Zwei Angriffswellen von Monstern nähern sich. Das lohnt sich gar nicht, dass der in die Mine läuft. Ach, zu spät. Hilfe, komm da rausgelaufen. Aua. Mist. Och, jetzt habe ich mich selber schachmatt gesetzt. Aber wie viel sind das? Hoi, hoi, hoi. Dieser Kreislauf des Lebens, ich habe ihn so oft durchbrochen. Okay, wir müssen mehr Geschütze aufstellen. Das ist ja blauäugig. Gut, pfeif auf die CPUs. Die Quest haben wir ja trotzdem, aber ich will die anderen... Wir müssen mehr Geschütze aufstellen, okay. So. Lassen wir erstmal die ihre Arbeit machen. Ich will jetzt aber nicht zu dicht an den Geschützen. Sonst haut das nachher die Geschütze um, ne? So, dann machen wir hier noch ein, zwei rein. Als letzte Verteidigungslinie. Die haben den aber auch so schnell eben runtergehauen. Das war echt übelst. Okay, und ich bleib doch beim, Vorschlaghammer. Verteidige dich! Okay. Upsi. Lass sie nicht durchkommen! Mist.
Sag mal, kann ich das mal ernsthaft jetzt machen hier? Vorsicht. Danke. Was? Was? Noch mehr? Nein! Oh. Ich habe es selber kaputt gemacht. Ich habe meinen eigenen Turm kaputt gemacht. Alter Schawitzki. Ja, okay. Gebäude errichtet. Hey! So. Mehr habe ich nicht. Das war alles, was ich habe. Alles klar. Okay. Machen wir da gleich mal eine hin. Da muss ich aufpassen, weil die gehen echt auf meine, also meine Strukturen nehmen dadurch Schaden, logischerweise. Ich werde ja auch dadurch ausgenockt. Also muss ich echt aufpassen. Ich darf nicht zu viel davon benutzen. Gut, jetzt gucken wir mal. Wie viel haben wir? 6 Geschütze haben wir jetzt, glaube ich. Wie viele Wellen gibt es denn? 2. Das war gerade die 2. Welle. Die hätte ich jetzt nur noch überstehen müssen, dann hätten wir es geschafft. Bloß, ich habe das Gefühl, manchmal müssen die sich aufladen, unsere Geschütze, weil die zwischendurch dann nicht mehr gefeuert haben. Und ich muss aufpassen, wo ich dann jetzt meine Handgranaten hinschmeiße. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas anderes auswähle. Aber egal was, es macht Schaden. Wir versuchen es nochmal. Jetzt haben wir ja 6 Geschütze. Testen wir aus, ob das besser funktioniert. Verteidige dich! Wie die Fies rauskommen, ey. Okay, ich lass das so weit, bis die zu meinen Minen kommen, dass ich das mal in die Geschütze regeln. Ja, so viel dazu. Ach Mann, du sollst. Yes, es.
Okay, das klappt. Das klappt. Das klappt. Das klappt. Das klappt. Das ist doof. Natürlich der mit dem geringsten Krams, ne? Okay, das war Welle Nummer 1. Jetzt müssen wir noch eine Welle überstehen. In die Menge rein. In die Menge rein. Hau sie rein. Okay. Mist. Mist! Sehr gut. Okay, Hammer, Hammer, Hammer. Oh Gott, wie viel kommen denn da noch? Haben wir? Nein, nein, nein. Hau weg. Nein. Nein. Nein, das sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Es sind einfach zu viele. Irgendwie mache ich damit genügend Schaden. Also entweder ist es eine so herausfordernde Quest. Ich dachte, das wäre wieder gestaffelt von den Gebieten her, weißt du? Dass das so, schwierig. Das Bundle hier ist schon mal ganz so schlecht wegen dem Zusatz an. Also, was haben wir denn sonst noch? Das bringt mir nichts, ne? Chance auf Betäuben des Gegners. Machen wir. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr so. Das brauchen wir nicht. Den Rest brauche ich schon. Das brauche ich jetzt gerade nicht. Habe ich noch irgendetwas? Ich kann die hier nehmen, aber die laden sich jetzt nur an einem Feuer auf. Habe ich hier ein Feuer in der Nähe? Ich muss mich mal eben an ein Feuer setzen. Da oben ist eins. Ich setze mich mal eben an ein Feuer, damit die aufladen. Das war jetzt nur noch die zweite Welle. Das ist machbar, definitiv. So, wir laden mal eben unsere Sachen auf. Ach, ich habe meinen Helm auch gar nicht auf. Warte, ich setze mal eben meinen Helm noch auf. Was macht der Motorradhelm? Schaden abblocken plus 10, Schnittnahkampfschaden plus 10. Schadensablenkung, Schaden abblocken 18. Ja, Schaden abblocken ist schon ganz gut. Okay. Okay, 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 wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Das war jetzt, wir waren jetzt eben schon ziemlich dicht dran. Aber da kommen dann auch plötzlich so viele raus. Das ist. Uff. Oh, ich habe das nicht so dicht an unserem Geschütz. Da machen wir einen hin. 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 Hier in die Ecke noch. Wir brauchen wahrscheinlich doch eine schnellere Waffe. Aber der Hammer, der ist echt schon, der ist schon eine feine Sache, weil der eben diesen tollen Schaden macht. Das hier war ein wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Okay, na dann. Versuchen wir es nochmal, ne? Ich bleibe jetzt erstmal bei den Messern in der Hoffnung, dass die ordentlich Schaden machen. Achso, ich muss ja den Turm aktivieren. Haha. Das ist machbar. Oh
Mann, jetzt kommen da so viele raus. Ne? Da rauskrabbeln, das ist so fürchterlich. Das ist so voll gruselig. Das Silber, vielen Dank für dein Follow. Und nochmal herzlich willkommen hier. Oh, I see, neu laden. Was fressen die denn? Deswegen geht das auch nicht mehr. Wir müssen die einfach nur neu laden. Sag das doch. Okay, neu laden. Ja, das macht Sinn. Zweite Welle im Anmarsch. Jetzt weiß ich Bescheid, wo mein Fehler lag. Go, 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 go. Diesmal schaffen wir das. Diesmal schaffen wir das. Oh Gott. Oh, warte, da rennt jemand durch. Musst du geladen werden? Nein, du musst nicht geladen werden. Okay, 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 okay. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Du musst auch nicht neu geladen werden? Nein. Du musst neu geladen werden. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 ihr kommt ja nicht durch. Okay, den haben wir auch. Auf der anderen Seite ist gerade eine Mine hochgegangen. Musst du neu geladen werden? Nein, du musst nicht neu geladen werden. Schieß! Nein! Oh, das war so knapp. Was geht denn da ab, Monster ohne Ende? WB, Sevo, WB. Das schaffen wir. Ich habe das jetzt erst gerafft, dass wir die immer wieder nachladen müssen. Das ist überhaupt kein Ding. Das schaffen wir. Ich weiß zwar nicht, was ich da lade, aber irgendwas müssen wir nachladen. Okay, okay. Das ist machbar, aber hallo. Sowas von. Das war so kurz vor knapp. So kurz vor knapp. Pass auf. Das bleibt dabei. Ich mache da eine hin. Ich mache da eine hin. Wir dürfen nur nicht unsere eigenen Geschütze damit treffen. Weil bis jetzt haben wir, glaube ich, als nur unseren eigenen Geschützen da Schaden zugefügt. So. Okay, okay, okay. Und da an die Ecke kommt noch eins. Dann fange ich wieder mit den Dreierdolchen an und dann geht's los. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen. Wie viele das sind, ich habe sie nicht gezählt, Sevo, kann ich dir nicht sagen. Es kommen aber einige. Es sieht aus wie so in so einem Gruselspiel. Wenn die da alle so rausgerannt kommen. Ich lasse jetzt mal eben die Geschütze kurz machen. So. Dann laden wir auch gleich schön nach. Mist, Mist. Jetzt habe ich Schaden genommen, weil ich neben meiner Mine gestanden habe. Haha. Nachladen. Oh, wir haben nichts mehr. Okay, 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 okay. Neu laden, neu laden, neu laden.
Hau drauf! Hab ich nichts mehr? Okay, dann ist weg. Ja, renn in die Mine rein. Renn in die Mine rein. Renn in die Mine rein. Sei ein braves Monster. Renn in die Mine rein. Das muss ich nachladen lernen. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm, 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 komm. Oh, da kommen noch mehr. Wieso kommen noch mehr? Die haben da bestimmt noch welche rausgeholt, damit ich jetzt verzweifle. Nee, 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 Freundchen. Ihr kommt hier nicht rein. Gewonnen! Nun kannst du den Schubsraum. Alles klar, ups, Kurai, einen wunderschönen Restabend. Pass auf dich auf, bleib geduldig. Wir gehen jetzt in den Schubsraum übrigens. Danke, 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 danke. Yes, wir haben's. Wir haben's. Ich will in den Schutzraum betreten. Ich bin total betreten, dass ich das eben so oft nicht geschafft habe. Das macht mich richtig betreten. Das waren mehr als 50, ja? Vor allem solche Monstergegner, ne? Hier gibt's auch Gegner. Quest abgeschlossen. Bunkerverteidigung. Die alten unterirdischen Schutzräume sind eine gute Quelle für Rohstoffe. Geschützturm, Ladeschacht, Rezept haben wir jetzt gefunden. Okay. Und eine CPU kriegen wir. Ja, schön. Von hinten geschubst. Okay. Wir prügeln uns mal eben hier grob durch. Ach, da geht's nicht. Ist blockiert, alles klar. Dann von der anderen Seite. So. Ja, okay. Hier sind aber nur so die üblichen Wachen drin. Stahl. Warte mal, wie komme ich denn da hinten hin? Von hier aus schon mal gar nicht. Wir müssen einmal ganz rum. Sehe ich das richtig? Okay. Ja gut, das sind Ressourcen. Kriege ich hier auch noch irgendetwas? Was denn? Wir können uns Abkürzung auf jeden Fall schaffen. Huch, ja. Eigentlich könnte ich alles hier einreißen, davon abgesehen. Zack. So, da war auf jeden Fall ein Radio. I know not many will believe my story, but it is the unlikely truth. But none of it matters soon. The end is nigh. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay. The Crown Station. Ah, CPU. Sehr gut. Okay, ja, wir können hier manchmal freiräumen, aber... Kann man da noch irgendwas von lesen? Also ich erwarte jetzt eigentlich noch irgendwelche Informationen, aber das ist jetzt einfach nur eine Ressource, die wir freigeschaltet haben. Und noch ein Radio. Also das können wir alles wieder abbauen. Wer sagt jetzt den überzähligen Menschen in den Arbeiterquartieren, dass ein paar von ihnen gehen müssen? Ich nicht. Zum Glück muss das auch keiner mehr. In our time of need and want, there is no place for selfish actions. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Hm. Also ja, es ist nicht schlecht, aber ich sehe da nur sehr viel Aufwand, ne? Wenn wir jedes Mal, das sind einfach nur ganz normale Materialien, die wir hier einsammeln können. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie nochmal so eine Wahnsinns-Ressource. Auch schön, dass hier aber wenigstens eine Materialkiste unten steht. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, dann haben wir das auch. Die Quest.
Kann ich jetzt mit denen interagieren? Kann ich nicht. Die stehen jetzt hier einfach. Und sind meine. Wenigstens schießen sie nicht auf mich. Ich glaube, es ist jetzt ungefährlich, in den Schutzraum zu gehen. Ja klar, deswegen sind ja auch noch so viele Gegner da im Schutzraum. Ja, dann haben wir die auch. Der ist jetzt grün. Und das müssen wir dann 9-mal machen. Ich dachte, das würde uns irgendwie so weit weiterbringen, dass wir wissen, was wir mit den Zeitschlosskisten anfangen können. Dann bleibt jetzt noch die Mythos-Tafeln. Na, wir müssen ja rausfinden, was da sonst so los ist. Ich habe, glaube ich, warte, lass mich mal gucken. Wir müssen jetzt eigentlich nur die weißen Mythos-Tafeln suchen. Warte mal, ich mache jetzt den Filter wieder an. Ich blende mal die Wunschbrunnen aus. Die Verbindungsrelais, weil wir die ja schon haben. Ja, die Obelisken, die Zeitschlosskisten, die Fabrikatoren, die Schutzräume, die verschlossenen Türen, die vergrabenen Schätze, die Angelstellen, reparierbar und so weiter und so fort. Jetzt müsste es doch eigentlich übersichtlicher sein, oder? Haben wir hier irgendwo, da ist noch eine Mythos-Tafel. Dann sammeln wir die jetzt ein, eins. Haben wir denn noch mehr, die ich noch nicht gesehen habe? Da sind noch Grüfte auf jeden Fall. Da ist noch eine Mythos-Tafel. Ja, pass auf. Dann gehen wir jetzt, das ist in Borealis. Wo ist denn der nächste Verbindungsturm? Ach so, das ist ja dann der wieder. Okay, dann müssen wir einmal wieder dahin zurücklaufen. Dann holen wir uns jetzt die Sachen, die wir dafür benötigen. Weil es kann sein, dass das was mit den Mythos-Tafeln zu tun hat. Wir kommen ja da im Dschungel auch nicht weiter, wenn wir solange wir nicht alle Mythos-Tafeln haben, dann können wir vielleicht da auch ein bisschen mehr machen. Irgendeine Erklärung muss es ja geben. Man sollte ja meinen, dass wir alle schon aufgedeckt haben, ne? Selbst wenn wir sie noch nicht gefunden haben. Renne ich hier richtig? Oh. Ja, irgendwie schon. Dann laufen wir hier mal eben durch zum Verbindungsturm.